Hallo, hier bei meinem kleinen Video, in dem ich euch zeigen werde, wie ihr eure Zähne mit Hilfe von Haushaltshilfsmitteln wieder weiß bekommt. Und zwar haben wir hier die Variante mit Backpulver, die mit Natron, Kochsalz, Olivenöl und den Zitronensaft. Okay, beginnen wir mit der Backpulver-Variante. Dazu könnt ihr ganz einfach ein wenig Backpulver auf eure Zahnbürste machen. Ja, denke ihr wisst, wie es geht. Und dann ganz einfach die Zähne damit putzen. Aber ihr solltet etwas aufpassen mit dieser Variante, weil das Backpulver greift dann die Zähne an und wenn ihr das zu oft macht, könnte es sein, dass ihr eure Zähne damit beschädigt. So, ein weiteres sehr effektives Mittel, bei dem aber dasselbe gilt wie beim Backpulver, dass es eben die Zähne angreift und man das deshalb nicht zu oft benutzen sollte, ist das Natron. Dazu macht ihr ganz einfach eine Natron-Wasserlösung und dann könnt ihr eure Zahnbürste da drin tränken und damit dann die Zähne putzen. Ja, dann beim Kochsalz gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Könnt ihr auch entweder macht dieses Kochsalz euch auf die Zahnbürste und putzt dann die Zähne. Oder aber, was vielleicht noch etwas besser geht, ist, wenn ihr das Kochsalz mit der Zahnpasta mischt und dann so die Zähne putzt. Und das braucht ihr dann nur etwa einmal wöchentlich zu machen. Und der Vorteil da ist dann eben, dass es eben den Zahn nicht so sehr angreift, wie beispielsweise das Natron oder Backpulver. So, beim Olivenöl kann ich euch jetzt einfach sagen, einfach mal einmal täglich damit den Mund spülen, circa 5 Minuten, und dann ausspülen nochmals mit Wasser. Kommen wir jetzt zu meinem fünften Tipp für weiße Zähne. Die Zitrone bzw. der Zitronensaft. Dazu könnt ihr ganz einfach eine Zitrone nehmen und die dann auspressen. So. Ja, ich denke eine halbe Zitrone sollte reichen. Und damit könnt ihr dann mit dem Saft, ups, das brauchen wir nicht, mit dem Saft könnt ihr dann euer Mund ausspülen, circa so 3-4 Minuten. Und das ist auch sehr gutes Mittel für weiße Zähne. So, das war's jetzt schon fast mit einem kleinen Video, wie ihr eure Zähne weiß bekommt. Jetzt noch ein letzter Tipp, eigentlich der bekannteste. Dazu nehmt ihr einfach eine Erdbeere und drückt sie euch auf die Zähne und danach putzt ihr dann eure Zähne ganz normal. So, ich hoffe, ihr bekommt eure Zähne auch weiß und bis zum nächsten Video.